Yo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Attack und ja, heute wieder etwas ernster, ja, wir müssen mal wieder zum Ernst des Lebens zurückkehren. Es geht ja so nicht weiter. die letzte Folge ist ja da doch ein bisschen eskaliert, keine Ahnung. Und ich bin überhaupt nicht so wirklich dazu gekommen, hier Fichten zu farmen. Irgendwie habe ich die ganze Zeit irgendwas anderes gemacht und ja, keine Ahnung. Eigentlich brauche ich ja noch viel, viel mehr Holz und ich muss mal gucken, dass ich da noch was finde. Aber, naja, mal gucken. Jetzt kann ich das erstmal nicht beschaffen, weil ich habe gar nicht mehr so viel Knochenmehl. Da müsste ich mir nochmal welches farmen. Und das dauert natürlich wieder ein bisschen, ne? Da müsste ich nochmal streamen oder so, damit ich hier langsam vorankomme. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mein Haus so langsam aber sicher mal zu bauen, tatsächlich. Das steht ja zurzeit nur in der Gegend rum und verstaubt. Und das muss ich ändern, ne? Da muss auf jeden Fall ein bisschen was her, eine Lösung auf jeden Fall am besten. Und Hauptsache, ich sage noch 10-mal auf jeden Fall und irgendwelche anderen Wortgruppen und reihe die sinnlos aneinander. So kann man ja auch moderieren. Ne, ich werde jetzt erstmal zurückfliegen, weil das eine Knochenmehl, ja komm, das schenken wir uns mal. Und ja, beziehungsweise ich fliege nicht zurück, sondern ich stelle mich dem Tod. So, dann bin ich nämlich schneller wieder da. Okay, gut, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt 57 Fichtenholz. Ob das reichen wird, das sehen wir gleich. Und dann gucken wir mal, was ist da oben eigentlich? Warum schwebt da Erde? Vor allem direkt über meinem Haus, ey. Das muss ich mal entfernen. Hat die da irgendwer wieder hingesetzt, der sich lustig gefühlt hat? Und warum habe ich hier 2 Stacks Kohle? Wann habe ich denn den halbiert? Mann, was geht hier schon wieder vor sich? Okay, dann bauen wir das mal kurz ab hier. Und ja, ich wollte mir jetzt langsam mal einen Plan machen, wie ich das Dach baue. Auf jeden Fall mit Fichtenholz so ein bisschen gemischt, also zum Beispiel auch mit Eichenholz oder Birkenholz, je nachdem. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, Treppen habe ich ja schon mal gemacht. Ja, aber so richtig einen Plan habe ich noch nicht entwickelt. Aber vielleicht kriege ich den ja jetzt mal so langsam. So langsam. Ich kann nicht mehr richtig reden, ey. Das ist manchmal echt schlimm. Ist mir gerade schon in einer City Survival Folge aufgefallen, die ich aufgenommen habe. Und es zieht sich wahrscheinlich hier genauso fort wie so ein roter Faden. Das ist richtig schlimm schon wieder. So, Moment, ich brauche mal hier einen Hilfsblock, der am besten keine Treppe ist, damit das mal funktioniert. So. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Hier drüben kann ich ja auch nochmal das ein oder andere hinsetzen. So, zack und zack. Und ja, da auch noch ein Steinchen. Und das sollte auf jeden Fall reichen. Und ja, bald soll ja das Roleplay losgehen hier im Projekt. Hat zumindest Martin Storms erstmal so angekündigt. Und da bin ich ja auch mal gespannt, wie das so wird. Streetmaster wird zum Beispiel nicht mitmachen, habe ich gesehen. Ist auf jeden Fall schade. Aber, ja, wir können ja keinen zwingen, so. Ja, ich verstehe noch nicht, warum Streetmaster keine Lust hat. Weil es ist doch eigentlich mal eine gute Abwechslung und wir hatten ja schon genug Projekte so, die ja ganz normal waren, so wie bisher Minecraft Tech 3 auch war, einfach mit Bauen und so ein bisschen was. Und da kann man ja auch mal zwischendurch ein bisschen Roleplay mitmachen. Man muss ja nicht immer dabei sein, ne? Werde ich zum Beispiel auch nicht. Ich werde natürlich auch weiterhin normale Folgen machen, aber zwischendrin kommt dann eben immer mal so ein bisschen Roleplay. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Das lockert auf jeden Fall auf. Und irgendwie ist es auch, ja, es kann zumindest interessanter sein, als eine normale Folge. Kommt halt drauf an, wie die Storyline ist. Also, wenn man jetzt irgendwas Stupides nur macht, dann ist es natürlich klar, dass es relativ schnell langweilig wird. Da muss schon irgendwas Innovatives dahinter stecken. Und mal gucken, vielleicht kriegt man da was hin. Ich weiß ja nicht genau, was Martin Storms und Delahead so planen und in welcher Dimension sie das Roleplay umsetzen wollen. Also ob sie jetzt sagen, ja, wir wollen jetzt hier, keine Ahnung, nach Skript das Ganze machen oder machen sie das etwas freier, ich weiß es nicht genau. Die haben ja auch schon Minecraft Nemesis gemacht. Ich nehme mal an, dass das so ähnlich wie da wird. Oh Mann, halt, da bin ich schlecht. Ich kann mich nicht mal töten, ey, das ist immer wieder das Problem hier. Oh, aber hier sind noch Erze. Lol. Okay. Da. Ach, shit. Ja, also mal sehen, wie das Roleplay so ablaufen wird. In Minecraft Nemesis war es ja, glaube ich, auch so wie in Freedom. Also so, dass nicht alles gescriptet ist, sag ich mal.
Aber dass es halt eine Storyline gibt und auf jeden Fall einen Plan für die Folgen, was so von Anfang bis Ende so abläuft. Und ja, wenn wir dann Roleplay machen, schon mal als kleines Vorabwort, möchte ich auf jeden Fall nicht, dass er uns hatet oder so. Oder dass er denkt, wir hassen uns, sondern das ist natürlich dann nur gespielt. Zwischen den Städten, dieser Krieg, der dann wahrscheinlich entstehen wird. Ich denke mal, so wird es dann irgendwie passieren. Man weiß es nicht. Ja. Aber so wird es auf jeden Fall so angeteasert. Und da bin ich ja mal gespannt. Genaues sagen kann und will ich jetzt eigentlich auch noch nicht. Sondern das warten wir dann ab. Aber ich meine, es ist ja relativ offensichtlich. Wir sind zwei Städte und da kann es natürlich schnell mal zu verschiedenen Meinungen kommen, die dann gerne mal in einer Schlacht ausgelebt werden. Ja. Und ja, da gucken wir mal, wie das Ganze so sich entwickelt. Also, ich bin auf jeden Fall mal dabei. Je nachdem. Und ja, dann schauen wir mal. So, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Stein. Ah ja, hier. Das hat Martin Storms gemacht. Der hat den Stein da oben reingelegt. Habe ich in seiner Folge gesehen. Ja gut, kann er machen. Da wollte er mich trollen. Ich wollte auch mal Streetmaster trollen. Boah, wann mache ich denn das mal? Das weiß ich noch gar nicht. Aber ich wollte morgen noch eine Folge aufnehmen, wusste nicht, was ich da machen soll. Da kann ich das ja mal machen. So, Klumpen im Hals schon wieder. Okay, dann brauche ich mal Cleanstone und so. Oder einen Ort für Cleanstone. Aber ich wusste gar nicht, dass das hier ist. Hä? Nee, Steinprodukte hatten noch eine eigene Kiste. So, gut. Die kommen nämlich hier drüben rein. So, lädt mein Video noch hoch? Ja, gut. Ja, muss ich mal nebenbei gucken, weil ich nutze immer die Zeit gerne, wo ich so am PC allgemein sitze und lade mal Videos hoch. Weil die immer übelst lange brauchen teilweise. Vor allem für meinen Hauptkanal, wenn ich da 1080p 15 Minuten hochlade, da sind schon wieder 3 Stunden Uploadzeit weg und so, ne? Und ja, oder das League of Legends Video, das eine, was da kam, das hat irgendwie 6 oder 7 Stunden zum Hochladen gebraucht. Und das ist natürlich dann ziemlich viel. Und da versuche ich dann immer so viel Zeit wie möglich zu nutzen. Das stört mich auch so ein bisschen am Stream. Da kann ich nämlich nebenbei nichts hochladen. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber naja, muss ich mit leben. Und ich glaube, ich mache das auch ein bisschen anders hier bei dem Haus. Und zwar werde ich da so ein anderes Dach mal machen, was ich bisher noch nicht so hatte. Vielleicht kann man sich schon denken, in welche Richtung das geht. Ich will das mal nicht so in alle vier Ecken zulaufen lassen, sondern nur in zweien. Und ja, da kann man sich jetzt drunter vorstellen, was man will. Okay, dann gucken wir mal. So, zack. Okay. Ja, ich bin aber jetzt nicht zufrieden hier. Vielleicht muss ich erstmal so eine Hilfsblöcke anbringen. Oder am besten schon mal die Blöcke, die dann final da auch bleiben, ne? Naja, gut, egal. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. So, dann gucken wir mal. Also im Stream werde ich auf jeden Fall noch gucken, dass ich hier mit dem Haus deutlich vorankomme und nicht ewig auf einer Stelle tappe. Und ja, mit dem Roleplay müssen wir mal gucken. Ich werde mir wahrscheinlich auch da unten mal ein Gerüst hinbauen, das kann ich jetzt ja schon mal machen. Wo ich dann hier mal das alles von unten verschönere, weil das sieht ja noch nicht so schön aus von der Perspektive aus gesehen. Das, ja, nur mal so als Gedankenstütze hier. So, zack. Kommt mal eine Fackel drauf. Hier kann auch mal was hin. Ist sonst so dunkel immer. Da muss immer erst Nacht sein, ne, dass man sowas sieht. Und immer dieser komische Lichtbug bei den Fackeln, das nervt auch. Und das hier war auch Martin Storms. Mann, was der mal alles macht. Der hat auch hier die Mauer irgendwie halb mit einem Loch versehen, habe ich gesehen. Aber ich glaube, das war nur dieses Holz, was hinter meiner Mauer dann stand. Keine Ahnung. Naja, gut. Ist dann auch nicht so schlimm. Gut, dann, ja, brauche ich meinen Weg nach oben. Ah, stimmt, ich hatte ja hier die Leitern. Ja, die weiß ich aber noch nicht, ob ich die hierhin packen kann. Die muss ich wahrscheinlich sogar dann mitten in den Raum setzen. Ja, oder? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Irgendwie so hier muss ich dann eine Leiter hinsetzen. So richtig schlecht. Aber anders geht's halt nicht. Ah, warte mal, da kann ich doch hier einen Zaun hinsetzen oder so. Das wäre doch eine gute Idee. Oder zumindest dahinter. Moment. Das war so. Okay. Ah, shit, da reichen 3 Zäune natürlich wieder nicht. Ist ja klar. Aber ich glaube, ich habe auch woanders,
noch mehr Zäune. Das sollte ich da vielleicht mal gucken. Vielleicht mache ich ja noch ein Fencegate hinten. Wie wär's denn mal damit? Zack. Oh, warum nicht? Es war ein bisschen komisch hier. Ich muss mal gucken, wie sich's bewährt. Na gut, auf jeden Fall. Ja, Roleplay startet bald. Und seid auf jeden Fall mal gespannt. Ich will jetzt halt auch nicht so viel vorwegnehmen und zu viel versprechen, weil ich weiß halt selber nicht, was auf mich zukommt. Das wird sich dann entwickeln, so. Ich denke auch mal, die haben da auch noch keinen so konkreten Plan, sondern die lassen es auch so ein bisschen auf sich zukommen, eher, was passieren wird und wer am Ende gewinnt oder so. Und ja, mal gucken, wie wir das dann alles verpacken können. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ist für mich erstmal auch so ein Test. Und vielleicht merke ich ja auch, dass es nichts für mich ist und ich steige dann aus, das kann ich ja auch machen. Aber erstmal wollte ich mir das auf jeden Fall angucken und dem Ganzen meine Chance geben. Und ich hoffe, ihr tut das auch und guckt euch das dann mal an. Und ja, so, dann machen wir mal hier ein bisschen was. Okay. Na gut, wir können eigentlich auch die normalen hin, weil die sieht man dann eh nicht, die Blöcke, oder doch? Von außen, stimmt. Ja, da muss ich mal gucken. Und hier müssen wir auch die normalen Blöcke hinsetzen. Wo habe ich denn die eigentlich schon wieder alle hin? Ach, ich glaube in der Kiste, ne? Ich hatte letztens erst welche gekriegt durch Martin Storms. Und dieses Hexenhäuschen da. Also was wir zusammen dann halt abgebaut haben. Und wo Martin Storms schon wieder die Hälfte eingesackt hat. Naja, egal. So. Okay, dann gucken wir mal hier. Jetzt kann ich nämlich wesentlich besser hier platzieren. Oh, ist das angenehm. Gut, das eine muss ich jetzt mal so machen, aber den Rest kann ich dann ganz entspannt anbringen. Und ja, da würde ich sagen, wäre es das gewesen von der Folge heute. Ich verabschiede mich. Schreibt mal eure Meinung zu diesen Roleplay-Plänen in die Kommentare. Und dann sieht man sich später wieder. Oh, lol. Jetzt hat er irgendwie nicht reagiert hier. Ah, Moment. Ich setze mal hier ganz viele Treppen noch. Ah, oder doch nicht so viele. Ich wollte halt ein Dings machen, ein Thumbnail. So hier. So an der äußersten Ecke des Hauses. Okay. Dann bis später. Tschüss.